Innovative Puzzlespiele für das iPhone, den iPod Touch oder das iPad sind sehr beliebt. About Love, Hate and the Other Ones stellt einen tollen Vertreter dieser Spielereihe dar, bei dem es darum geht, mit intelligenten Schachzügen zum nächsten Level zu gelangen. Und hier haben wir auch schon das Szenario. Und zwar geht es darum, mit einem der beiden schwarzen Spielfiguren auf den Buzzer zu kommen, um zum nächsten Level zu gelangen. Die obere Spielfigur mit der Blume, hierbei handelt es sich um Love, und die untere Spielfigur, die ein bisschen zornig aussieht, das ist Hate. Und mit einfachen Touch-Gesten können wir hier klicken und schon laufen die beiden Spielfiguren. Und somit muss man sich durch immer schwieriger werdende Levels kämpfen. An der Zahl sind 60 Levels vorhanden und man kann stets zwischen beiden Spielfiguren wechseln, um diese jeweils zu steuern. Natürlich wird das Ganze mit der Zeit auch immer schwieriger, sodass man auch mit unterschiedlichen Bewohnern dieser fantasievollen Welt interagieren muss, so wie das jetzt hier der Fall ist. Die Steuerung ist sehr, sehr simpel. Ich kann mithilfe von Touch-Gesten Love und Hate jeweils anwählen und auf den Bildschirmbereich klicken, wo die beiden Spielfiguren gerade hinlaufen sollen. Mit einem Klick auf die Lupe unten rechts kann ich herauszoomen. Mit dem Button unten links kann ich die Spielfiguren jeweils wechseln. Und oben rechts mit dem Button komme ich genau einen Schritt zurück. Wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, ist das wirklich eine tolle Möglichkeit. Und natürlich haben beide Spielfiguren auch noch eine Fähigkeit. Und zwar kann Love Herze versenden, sodass die Spielfiguren immer näher kommen. Hate wiederum versendet Blitze, sodass die voneinander wegtreten. Und somit kann man dann zum Ziel gelangen. Die Steuerung ist wirklich sehr, sehr einfach und schnell erlernt. Sie ist sehr, sehr innovativ und liebevoll gestaltet und passt zum Charme des Spiels. About Love, Hate and the Other Ones ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Man bekommt zahlreiche Levels geboten, die von der Schwierigkeit her immer weiter steigen. Und das Tolle ist, dass es nur für 89 Cent im App Store erhältlich ist. Dafür bekommt man einen einzigartigen Grafikstil sowie 60 Level, die immer schwieriger werden und sehr, sehr toll gestaltet sind. Diese sind in drei unterschiedliche Welten eingeteilt und bieten eine sehr, sehr gute Abwechslung. Hier sieht man zum Beispiel auch noch weitere Spielfiguren, mit denen man interagieren muss. Und so zieht sich das durch das ganze Gameplay. Fans von Puzzlespielen können wir About Love, Hate and the Other Ones somit ans Herz legen. Das Spiel ist in einer Version für das iPhone und den iPod Touch erhältlich. Eine Variante für das iPad sowie für Android ist allerdings auch geplant.